Eine kriminelle Gruppe, die an der Eliminierung ihrer Feinde beteiligt war, wurde während der 26 Koper-Ermittlungen im Sommer 2015 zerschlagen. Der Prozess geht jedoch intensiv weiter, da mehrere Zeugen hintereinander hingerichtet werden, nur wenige Wochen vor ihrem geplanten Erscheinen vor einem Richter im Juni 2016. Unabhängig davon, ob es sich um einen reinen Zufall handelt, ist es sicher, dass dieser Fall das Potenzial hat, wirklich mit dem rätselhaften Mann Ridwan Tahi in Verbindung gebracht zu werden, der als die gefährlichste Person in den Niederlanden gilt. Es ist wichtig zu verstehen, dass die erste Person, die Ridwan entlarvte, Ibrahim war, auch bekannt als der Schlechter. Dieser Mann marokkanischer Herkunft, der eine leichte Glatze hat, war völlig verängstigt, als er 2015, einige Monate vor der Auflösung der Gruppe 26 Koper, in den Verhörraum der niederländischen Polizeieinheit kam. Damals enthüllte er, dass er ins Visier einer tödlichen Truppe geraten war, die ihn nun vor allem in Belgien auf Befehl von Ridwan verfolgt. Laut Aussage des Schlechters wird die bisher unbekannte Gruppe 26 Koper vollständig von Ridwan geführt, den die Polizei nicht als bekannte Persönlichkeit des Milieus ansah. Aus der Aussage des Schlechters geht hervor, dass Ridwan die Angewohnheit hat, Leute, die ihn behindern, loszuwerden. Laut Aussage des Schlechters hat Ridwan tatsächlich mit dem Haschischhandel von Marokko über Spanien in die Niederlande begonnen und dabei Schnellboote benutzt. Den Aussagen des Schlechters zufolge hat Ridwan 2013 angeblich die Ermordung seines eigenen Schwagers namens Tarik in Spanien angeordnet. Bei dem Vorfall handelte es sich um Drogenschmuggel aus Marokko, bei dem es traditionell um Haschisch ging, aber die neue Generation transportierte jetzt auch viel lukrativere Koksblöcke. Die Schmuggler, die für Ridwan arbeiteten, darunter auch Tarik, fühlten sich betrogen, als sie entdeckten, dass es sich bei der Lieferung um Koks nicht um Haschisch handelte. Sie hatten für den Haschischtransport rund 150 Euro pro Kilo bezahlt bekommen, während der Kokstarif mehrere tausend Euro pro Kilo betrug. Das Schmugglerteam war sich des großen Risikos bewusst, das sie eingingen, und weigerten sich kategorisch, die Kokainlieferung zurückzugeben. Dies soll Ridwan veranlasst haben, Tariks Beseitigung anzuordnen. Nach Angaben der spanischen Polizei wurde am 31. Oktober 2013 in Fuengirola tatsächlich ein Mann namens Tarik getötet, der angeblich mit Ridwans Familie in Verbindung stand. Allerdings wurde Ridwan für diesen Auftrag nie verurteilt, obwohl Tarik in der kriminellen Welt für seine Beteiligung an Diebstählen von Drogenladungen bekannt war. Der Schlechter erwähnt auch den Namen Said Razuki als Ridwans rechte Hand in diesem Drogenhandelsimperium, das jeden Monat mehrere tausend Kilogramm Koks umschlägt. Saids Rolle in den Niederlanden konzentrierte sich in erster Linie auf den Vertrieb, indem er die Ware strategisch auf verschiedene Städte des Landes verteilte. Ein wichtiges Detail ist, dass der Schlechter den Lebensstil von Ridwan hervorhebt, der die Hälfte seiner Zeit in den Niederlanden und die andere Hälfte in Dubai verbringt. Aus den entschlüsselten Nachrichten geht hervor, dass Ridwans Familie bereits im September 2015 nach Dubai gezogen war, was mit einer Nachricht verbunden ist, in der erwähnt wird, dass seine Kinder dort zur Schule gehen. Es überrascht daher nicht, dass die Familie des Schlechters mit mehreren beunruhigenden Personen konfrontiert wurde. Nachdem sie ihn beleidigt und als Hund bezeichnet hatten, brachten sie deutlich zum Ausdruck, dass sie seit seinen letzten Aussagen bei den Behörden nach ihm suchten. Danach wurde ich 60 Mal von meiner Familie angerufen. Ich war schockiert darüber. Da der Schlechter schließlich unauffindbar war, wurde sein Vertrauter Ranko im Juni 2016 eliminiert, was wahrscheinlich einen erheblichen Einfluss auf den Schlechter selbst hatte. 3 Wochen später, bei seinem erneuten Erscheinen vor dem Richter, schien der Mann beschlossen zu haben, sich auf sein Recht zu berufen, zu schweigen, und machte während der gesamten Befragung häufig von diesem Recht Gebrauch. Am Ende des Verhörs äußerte er jedoch einen bemerkenswerten Satz. Ich würde gerne etwas sagen. Ich überlege es mir.
Vielleicht werde ich in 2 oder 3 Monaten euer Ehren dem Untersuchungsrichter in Anwesenheit der Staatsanwaltschaft etwas vorlegen. Es hat indirekt mit dem Fall Cooper zu tun. Dann allerdings verschwindet er für viele Jahre spurlos. Die Behörden vermuten, dass dies auf ernsthafte Drohungen gegen seine Familie zurückzuführen sein könnte. Was Ridwan betrifft, so wurde er mangels konkreter Beweise im Rahmen der 26 Cooper-Ermittlungen nicht angeklagt. Es gibt jedoch einen anderen Mann, der in Ridwans Fußstapfen tritt, den Kriminalitätsblogger Martin Kock, der ihn ernsthaft beunruhigt. Es ist wichtig zu wissen, dass Ridwan, der einen starken Einfluss in der Utrechter Unterwelt hat, sich mit Rico dem Chilenen und seinem Leutnant Nofel, der in Amsterdam operiert, zusammenschließt. Sie bilden ein sogenanntes Super-Trio, das die kriminelle Welt in Angst und Schrecken versetzt und jeden ausschaltet, der sich ihnen in den Weg stellt. Sie behaupten, eine echte Familie gebildet zu haben, mit dem Ziel, ihre gemeinsamen Feinde zu eliminieren. Diese Allianz hält jedoch nicht lange an, denn Nofel wird am 7. April 2016 in Irland verhaftet. Nach Angaben der Justiz haben Rico und Ridwan seitdem ihre Bemühungen verstärkt, ihre Rivalen zu neutralisieren. Nur 10 Tage später wird einer der Männer auf ihrer Abschlussliste, Samir, vor den Augen seiner 7-jährigen Tochter erschossen, als sie sich aufmachen, zum Koranunterricht zu fahren. Noch am selben Tag kommt es zu einer Flut von Nachrichten, von denen einige Martin erwähnen, einen Blogger, der den Blog Flinderscrime betreibt, indem er nicht zögert, die neuesten Nachrichten aus der Welt der Kriminalität zu veröffentlichen. Dieser Flinderscrime muss schlafen, Sir. Schau mal, dieser Hund ist ein direkter Kandidat, da er wirklich zu weit geht. Aber wir müssen wissen, wie man es richtig macht. Dieser Flinderscrime, der die Bilder rausbringt, muss sterben. Martin Kock ist eine prominente Figur in den Medien und im Internet. Auf seiner Webseite Flinderscrime äußert er offen seine Meinung über die kriminelle Welt und ist oft der Erste, der Informationen aus Quellen der Unterwelt preisgibt. Trotz der Drohungen gegen ihn und der Tatsache, dass er auf einer Eliminierungsliste steht, lässt er sich nicht einschüchtern und veröffentlicht weiterhin seine mutigen Aussagen. Nach Angaben der Staatsanwalt war Ridwan besonders wütend über die Artikel von Flinderscrime, die ihn direkt mit der 26 Cooper-Ermittlungen in Verbindung brachten, während er versuchte, nicht als Verdächtiger in diesem Fall in Erscheinung zu treten. Martin teilte furchtlos Fotos, auf denen Tachis Mitarbeiter zu sehen waren, sowie eine Liste von Zielen, die mit 26 Cooper in Verbindung standen. Nach der Verhaftung von Nofel nahm Ridwan angeblich Kontakt zu einem anderen Leutnant auf, der in Amsterdam operierte und für die Leitung der Operationen in diesem speziellen Gebiet verantwortlich war. Dieser Flinderscrime, finde einfach einen Fahrer für diese Mission. Dieser Schein muss abtreten. Er stellt mehr Fotos von und ein. Und der Typ, der die Fotos geliefert hat, muss auch abtreten. Kümmere dich gut um den Fahrer. Amsterdam ist dein Gebiet. Ja, Sir, ich frage mehrere Leute, die das Foto hätten liefern können. Aber die, die es zur Verfügung gestellt haben, werden niemals die Wahrheit sagen. Also führe ich die Ermittlungen durch. Ja, der Fahrer, das werde ich schnell überprüfen. Sir, aber wissen Sie schon, wo Flinderscrime wohnt und so weiter? Es ist ganz einfach. Dieser Hund wird verschwinden. Es muss diesen Journalisten klar sein, keine weiteren Fotos und Informationen mehr zu veröffentlichen. Ridwan hat ausdrücklich klargestellt, dass sie Martin loswerden müssen. Deshalb plant er bereits, einen Fahrer zu finden, der bereit ist, diese Mission in Amsterdam auszuführen. Gleichzeitig versucht er aktiv, den Verräter zu identifizieren, der Fotos seines Teams an Martin schickt, der sie dann auf seiner Webseite veröffentlicht. Am 2. Juli 2016 findet einer der ersten Versuche statt, Martin mit einem unter seinem Auto platzierten Sprengsatz zu eliminieren. An diesem Tag geht Martin in das Restaurant Klein Kalfje, wo er regelmäßig zu Mittag isst. Nachdem er sein Auto, einen Opel Corsa, auf dem Parkplatz vor der Terrasse des Restaurants geparkt hat, bemerkt ein Passant einen grauen Kasten unter dem Fahrzeug.
Die Polizei wurde sofort alarmiert. Ze doen het best, maar ze halen de bommen maar weg. Wij gaan nog even lekker zuipen, lekker naar de hoeren snoeren. Dan gaan wij, Vlinders gaat gewoon door. Vlinders crime, het is de beste site, jongen, daar gebeurt het allemaal, jongen. Es scheint, dass dieser Versuch das Werk einer Amateurgruppe war, denn die Bombe war nicht richtig unter dem Auto platziert, sodass sie leicht zu entdecken war. Die Polizei stellte jedoch fest, dass der verwendete Sprengstoff eine Kraft hatte, die mindestens 40 Handgranaten entspricht. Wäre dieser Sprengstoff in dieser Nacht detoniert, hätte es mit großer Wahrscheinlichkeit zahlreiche Tote und Schwerverletzte gegeben. Es wurde sogar eine Rekonstruktion durchgeführt, um den Ernst der Lage zu verdeutlichen. Nach dem Scheitern dieses Versuchs geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass Ridwan einen neuen Anschlag mit einem ferngesteuerten Sprengsatz angeordnet haben könnte. Diese Mission wird jedoch noch komplizierter, da Martin nun an verschiedenen Orten untergebracht ist, die alle von der Justiz bezahlt werden, um seine Sicherheit zu gewährleisten. Es ist wichtig zu betonen, dass vor der Verhaftung von Nofel in Dublin mutmaßlich eine Nachricht über den sicheren Kommunikationskanal PGP an Ridwan übermittelt wurde, in der es hieß, dass man nach einer kompetenten Person für die Herstellung von Sprengstoffen suche. Wir brauchen diesen Mann, der diese Bomben baut. Er ist genau das, was wir brauchen. Diese Detonation ist ausgezeichnet. Wir müssen unbedingt einen Hersteller dieser Art finden. Dann wäre es wirklich perfekt. Aber ich glaube, das Schicksal hat ihn noch nicht in unsere Hände gegeben. Sonst wären wir schon längst fertig. Bei den Ermittlungen zu der Autobombe hatte Martin Koch erklärt, er wisse, woher die Drohung gegen ihn stamme. Ich habe gehört, dass sie aus dem Kreis von 26 Koper stammt. Ich habe kürzlich einige Artikel über 26 Koper geschrieben. Nofel ist Teil davon. Mit Ridwan und Rico. Nofel kümmert sich um die Morde und dergleichen. Ridwan ist der Mann mit dem Geld. Zusammen mit Rico hat er den Posten von Frankie Pannenkoek übernommen. Ich habe in der kriminellen Welt gehört, dass es aus dieser Richtung kommen muss. Und dass es mit den Artikeln zu tun hat, die ich schreibe. Frank Pannenkoek war ein berüchtigter Gangsterboss, der vor allem in Spanien aktiv war und dort schließlich 2013 sein Ende fand. Hartnäckige Gerüchte besagten, dass der Kleine, das heißt Ridwan und seine Gruppe, in dieses Ereignis verwickelt gewesen sein könnten, aber es wurden nie konkrete Beweise vorgelegt. Martin geht in seinem Blog Flinders Crime noch weiter. Am 12. und 13. September veröffentlicht er, dass die niederländische Unterwelt von einem furchterregenden Trio terrorisiert wird, das das Monopol auf Kokain in den Niederlanden hält. Er gibt an, dass der Drahtzieher hinter der Koper-Gruppe kein anderer als Ridwan ist und geht sogar so weit, ein Foto von ihm als Teenager zu veröffentlichen. Er erzählt, dass Ridwan der Kopf der marokkanischen Mafia ist und dass seine Rivalen ein Kopfgeld von 10 Millionen auf ihn gesetzt haben, aber niemand wagt es, seinen Namen auszusprechen, weil er fürchtet, unter der Erde zu landen. Martin erhält Informationen von einer in Dubai ansässigen Quelle, die offenbar von jemandem stammt, der tief in die Unterwelt und Tahrirs inneren Kreis verstrickt ist. Das ist ziemlich beängstigend, aber man geht davon aus, dass die Informationen verlässlich sind. Zu diesem Zeitpunkt ist es verständlich, dass sich niemand traut, offen über Ridwan zu sprechen, zumal er nicht als Verdächtiger im Fall Koper oder in anderen damit zusammenhängenden Fällen aufgeführt ist. Daraufhin wurde sofort eine Klage gegen Martin eingereicht, um ihn zu zwingen, die Fotos von Ridwan und Nofel zu entfernen, da die auf Flinders Crime veröffentlichten Informationen als unverhältnismäßige Verletzung der Privatsphäre der beiden angesehen und als diffamierend empfunden werden. Martin verlor den Prozess und war gezwungen, die Fotos einschließlich der vollständigen Namen von seiner Webseite zu entfernen. Es scheint jedoch, dass er mit der freien Veröffentlichung von Bildern des Trios, insbesondere von Ridwan, wirklich eine Grenze überschritten hat, die sein Schicksal besiegelt. Die Polizei warnt ihn weiterhin und schlägt ihm vor, seine Aktivitäten auf der Webseite einzuschränken. Doch Martin antwortet, dass er sich nicht zum Schweigen bringen lässt und von niemandem Angst hat.
So beginnt auf der Seite der Mokro-Mafia eine neue Mission mit einem Schlüsselspieler, der das Spiel in den Niederlanden verändert. Es ist Nabil B., der bald zu einem entscheidenden Kronzeugen gegen die Organisation von Ridwan Tahi wird. Zu diesem Zeitpunkt sammelt Nabil, der in Gelegenheitsjobs verwickelt ist, schnell Informationen über ein bestimmtes Nummernschild für Said Razuki. Er macht sich sogar darüber lustig, dass das Kennzeichen einem älteren Mann gehört, der scheinbar keine direkte Verbindung zum Milieu hat. Doch wie sich später herausstellt, ist dieser Mann tatsächlich Martins Vater. Es stellt sich heraus, dass der VW Polo mit dem besagten Nummernschild von Martin selbst benutzt wird. Martin beweist auch einen guten Geschäftssinn. In dieser Zeit zieht die Webseite von Flinders Crime viele Besucher und, was noch wichtiger ist, Werbekunden an. Martin, der es verstand, seine Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen, geht eine Partnerschaft mit einem Unternehmen ein, das auf den Online-Verkauf von PGP-Telefonen spezialisiert ist, dem MPC, wie verschiedene Fotos beweisen. Am 8. Dezember begibt sich Martin in das Citizen M Hotel in Amsterdam, um sich mit einem schottischen Vertreter von MPC, Scotty genannt, zu treffen und über mögliche Verträge zu sprechen. In der Zwischenzeit begibt sich eine weitere Person in das Hotel und positioniert sich am Eingang der Bar, von wo er aus einen guten Blick auf das Gesprächsduo hat. Der Mann sieht das Ende des Treffens voraus und beschließt, vor Martin und Scotty zu gehen. Plötzlich, draußen, als die beiden Männer gehen, rennt der Fremde auf sie zu, hält eine Waffe in der Hand und zielt auf Martins Hals. Der Schütze senkt schließlich aus unklaren Gründen seine Waffe und entfernt sich, wobei er ein Gefühl der Verwirrung hinterlässt. Eine Theorie besagt, dass die Waffe eine Fehlfunktion hatte. Unabhängig davon scheint Martin nichts zu bemerken und setzt seinen Weg fort. Später am Abend gehen Martin und Scotty ins Boccaccio, einen Sexclub, in dem Martin Stammgast ist. Nachdem sie einige Zeit dort verbracht hatten, verlassen sie das Etablissement spät in der Nacht. Als Martin in den VW Polo seines Vaters einsteigt, taucht ein Mann aus dem Gebüsch auf und erschießt ihn, bevor er den Tatort verlässt. Währenddessen überquert Scotty in aller Ruhe den Parkplatz und ist damit beschäftigt, Nachrichten mit seinem Telefon zu verschicken. Es hat den Anschein, dass Scotty nur als Lockvogel für die Falle benutzt wurde, die Martin gestellt wurde. Nachdem er diese Mission erfüllt hat, behauptet Nabil schockiert zu sein, als er die Online-Informationen entdeckt, die bestätigen, dass Martin in genau dem Auto eliminiert wurde, in dem er Nachforschungen angestellt hatte. In jedem Fall ist Martins Fall eng mit dem umfangreichen Marengo-Prozess verbunden, in der Tahis Organisation und vor allem ihr Drahtzieher Ridwan verwickelt sind. Im gleichen Zeitraum gab es ein bemerkenswertes Ereignis im Zusammenhang mit der von Ridwans Gruppe erstellten schwarzen Liste. Eine Person namens Abdelkarim, auch bekannt als Kleine Apps, fand sich auf dieser Liste wieder und ergriff sofort die notwendigen Maßnahmen, um von dieser Liste zu verschwinden. Nabil begann, Kleine Apps zu verfolgen und machte Fotos von ihm, um seine Hinrichtung vorzubereiten. Dies ist eine klassische Überwachungsmethode, die dazu dient, die Schützen bei ihrer zukünftigen Mission zu führen. Nach Angaben von Nabil kam es zu einem Streit über etwa 200 Kilogramm Haschisch, da über 100.000 Euro gestohlen worden waren und sofort an Tahi zurückgezahlt werden mussten. Kleine Apps weigerte sich, Berichten zufolge die Schulden zu bezahlen, was zu Spannungen führte. Es lief schief mit Tahi. Sein Ego war verletzt. Trotz dreier Versuche, Kleine Apps zu beseitigen, schwieg er gegenüber der Polizei, da er wusste, dass eine Erwähnung dessen die Situation nur verschlimmern würde. Schließlich sammelten mehrere Kriminelle, die wussten, dass Ridwan solche Dinge nicht auf die leichte Schulter nimmt, in einer Art Crowdfunding Geld, um es Tahi zu geben, damit er Kleine Apps von der Abschlussliste streichen konnte. Diese Initiative erwies sich als erfolgreich und Ridwan soll sich nach Nabils Aussagen zufrieden gezeigt haben. Zum Jahreswechsel 2017 beschleunigten sich die Dinge innerhalb von Ridwans Team überraschend.
Es wurden Fehler gemacht, die alles in der Unterwelt radikal verändern würden und dem berühmten Sprichwort eine tiefere Bedeutung verliehen. Wer redet, der geht.